In diesem Video stelle ich euch eine weitere Schulterübung vor, und zwar das angelehnte Seitheben mit der Kurzhantel. Wir haben hierfür eine Hantelbank so ungefähr etwas steiler als 45 Grad eingestellt. Wir nehmen zwei Kurzhanteln und wir lehnen uns hier vorne mit der Brust an. Die Füße nehmen wir bewusst ganz weit nach hinten, sodass wir hier deutlich nach vorne hängen und keinen Schwung holen können mit dem Oberkörper. Von dieser Position sind die Hanteln leicht angewinkelt, nicht komplett gestreckt, leicht gewinkelt. Und von hier arbeiten wir nach oben, wie beim klassischen Seitheben. Ja, das wird exakt gleich ausgeführt wie das normale Seitheben im Stehen. Der einzige Unterschied ist hier, dass wir keinen Schwung holen können. Und das macht die Übung wesentlich effektiver und sauberer und solltest du unbedingt ausprobieren. Hier sehen wir das Ganze nochmal von der Seitenansicht. Die Füße sind deutlich hinter dem Oberkörper. Die Arme hängen gerade runter, sind aber nicht komplett gestreckt, sondern leicht angewinkelt. Wir haben Spannung in der Schulter und von hier bewegen wir die Hanteln nach oben und außen, so ungefähr auf Schulterhöhe, und gehen wieder nach unten, um die Seite der Schultern, den mittleren Teil des Deltoideus, zu trainieren.